sind wir dann im Hotel angekommen. Es riecht hier nach Reinigungsmittel und es riecht viel besser, als es gerade hier aussieht. Es riecht echt, war wirklich angenehm. Die haben da wohl irgendwas gewaschen, ich weiß es nicht. Dann und da ist dann der Eingang vom Hotel. Boah. Sweet Home, wieder zu Hause. Hey, habe ich meine Sachen da liegen lassen? Wollte ich gar nicht. Oh, es ist so heiß hier, weil ich habe ja hier aufgelassen wegen der Wäsche. Oh mein Gott. Hi. So, jetzt muss ich erstmal, ich gehe mal unter die Dusche und dann bin ich erfrischt. Aber ich bin eigentlich jetzt auch nicht so nass geschwitzt. Aber ich gehe trotzdem unter die Dusche. Und dann mein Handy an den Akku. Oh, Leute. Das war schön, das war wirklich richtig, richtig schön, ja, so einen heiligen Ort zu besuchen, das hat schon was. Naja, jetzt dusche ich. Geduscht, wieder angezogen, ich habe das gleiche Kleid nochmal an, weil ich habe ja fast gar nicht geschwitzt. Jetzt habe ich mir hier einen Tee gemacht, da war noch ein Schwarztee, Kaffee hatten die leider nicht mehr. Bisschen wenig Zucker, aber ist okay. Zwei neue Wasserflaschen in die Minibar gemacht und aber keinen Kaffee, da waren da zwei Teebeutel. Ja. Von Lipton, glaube ich, oder? Nee, Chaikur. Aber ich muss noch einen Zucker reinmachen. Ihr seid am Akku, Fenster ist auf und oh, es ist so heiß. Da kommt so heiße Luft raus, aber ich habe Unterwäsche gewaschen, die habe ich jetzt auch dahingestellt. Die Kleidung von heute Morgen war trocken, die habe ich dahin gehängt und ja. Jetzt sind wir wieder ready for takeoff. Wir hatten unser Kleid gewaschen, beziehungsweise ich habe mein Kleid gewaschen und mein Sohn, seine Klamotten haben wir gewaschen. Na, ich habe seine Hose gewaschen und sein T-Shirt und jetzt habe ich das dann da hingelegt. Er hat in seinem Zimmer auch noch Klamotten und ich habe aber jetzt nochmal meine Unterwäsche gewaschen. Heute Abend wasche ich nochmal BH und so. Und jetzt wollen wir gleich zum Tepe gehen, zum Berg. Da lese ich mich jetzt gleich nochmal durch, was genau das auf sich hat. Das ist die älteste gefundene Kulturstätte, die es gibt. Die ist aber erst 1994, meine ich, ausgegraben worden, gefunden worden. Und da hat man, findet man wohl auch das erste Weizenkorn, was gefunden wurde. Und die Zivilisation bezüglich, wie man anbaut und ähnliches, wurde da wohl auch als erstes gemacht. Und da müssten sogar die Geschichtsbücher umgeschrieben werden, weil man nach neuesten Forschungen da ganz viele Sachen herausgefunden hat, die man vorher noch nicht wusste. Außerdem ist diese Tepe zum UNESCO-Weltkulturerbe 2018, glaube ich, erklärt worden. Da gucken wir natürlich gleich mal. Unsere Turnschuhe anziehen, weil es sieht so aus, als müssten wir weit laufen. Wir sind am Göbekli Tepe angekommen, an der Ausgrabungsstätte und das sieht schon ziemlich beschwerlich aus.
müssen jetzt den Platz suchen, wo wir bezahlen müssen. Das erweist sich ein bisschen zu kompliziert. So, da drin durfte ich jetzt nicht filmen. Also mal gucken, ob ich hier überhaupt filmen darf. Wahrscheinlich schon. Man kann sich jetzt da irgendwas angucken. Wir gehen da jetzt gleich rein, beziehungsweise anhören. Und dann, glaube ich, müssen wir da hinten hin. Und da scheint das Ganze zu sein. Ama şundan eminiz, bir ritüel mi? Ritüelden de kastettim bazı sencanlar. Askerlikler çantına yaşatan burada gelinin yok. İşte ata binecek de gidecek veya bu ev bilgisayar falan. İki bir taş var. Her zaman. Evet. Bunu daha büyüteceğim. Bu yarım yıl D galerisinde bu duvara göre. Şimdi şöyle bir tarif edeyim. Daire biçiminde genel böyle. Daire biçiminde dikdört şeyde dikdörtler içinde. Tarantı'da da galeriler dikdörtler içinde. Bu ritüelleri gerçekleştirdim. Thank you.
einmal die Aussicht. Oh, das ist so heiß, so heiß. Oh, es wird langsam Abend, glaube ich. Schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Tja, das sind dann wohl die Ausgrabungsstätte hier überall, wo die ganzen Dinge gefunden worden sind. Ist ja auch noch nicht fertig, es geht ja immer noch weiter, die Ausgrabung. UNESCO-Weltkulturerbe. Dürfen wir nicht weiter graben, weil das alles wohl kaputt geht sonst, was ich euch jetzt gleich zeige. Schauen wir mal. Nikola, dur buraya bakma şansınız var mı? Var. Rica et. Ja, anscheinend darf man nicht mehr weiter graben, weil sonst alles zusammenbricht. Es ist wohl nur ein ganz kleiner Teil ausgegraben worden. Deutsch-türkische Zusammenarbeit war das. Wahnsinn, ne? Und was ist jetzt das Besondere da drin? Dass das so alt ist. Da? Ja, die Gesteine wahrscheinlich, ja. Dass so aussieht, als ob das Menschen noch da haben, oder was? Das kann ich dir nicht so genau sagen. Ja, das sieht. Jetzt müssen wir nochmal genau gleich hören, was er uns erzählt. Wo ist denn der Typ, der immer so hält an der anderen Tüße? Noch älter sein, als überhaupt die Menschen entstanden sind. Ja. In der Geschichte. Ja, und das sind eigentlich die ersten Funde, die überhaupt, also die ersten, ne, Entstehungen, die überhaupt gemacht worden sind. Aber es ist halt erst 1994 oder so entdeckt worden. Das sind aber die ältesten Funde, die es gibt, soweit ich das gesehen habe. Göbekli Tepe, könnt ihr ja selber mal gucken. Ich weiß, ich bin jetzt auch, ne, also keine Ahnung, das alles richtig erzählt. Ich muss mich aber euch entschuldigen, ich bin jetzt architektonisch wirklich nicht so interessiert und auch nicht begabt, deswegen kann ich euch das leider alles nicht so erklären, aber
Sieht schon beeindruckend aus, ne? Von hier sieht es richtig gut aus, finde ich. Oh mein Gott. Richtig schön. Von hier sieht es noch viel besser aus. Schon beeindruckend. Ich kann mir das auch immer nicht so merken, ne? was ich da gelesen habe, weil, wie gesagt, bin nicht so interessiert an den Dingen, aber wenn man das so sieht, ist das schon echt beeindruckend, ne? Wahnsinn. Guckt euch mal das an. Das wird ja wahrscheinlich alles erhalten sein, ne? Diese Tücher und sowas finde ich ja viel interessanter. So alte Reste und so von den Vorfahren. Warum haben die das nicht, wenn das Tücher sind, so überdacht oder so, ne? Weil, das wird doch alles, das verwest doch mit Regen und Sturm und Wind. Naja, vielleicht sind das nur von den Ausgrabungen irgendwelche Schutztücher, weil sonst hätte ich, kann ich mir vorstellen, würde das ja irgendwie überdacht sein müssen. Müssen wir irgendwie gucken, ob wir da durchkommen. Die sind langsam. Hier sind ganz viele Führer. Die das alles erklären. Aber wir schauen uns mal so um, was uns interessiert da. Hören wir besser hin? Was nicht? Gehen wir weiter. Schon beeindruckend. Wenn man sich vorstellt, dass man da, ne, die früheren Menschen und so, schon echt, dass die das alles angefasst haben, ne, und mit Schweiß und Blut und so, mit Unfällen vielleicht auch gebaut haben und wie sie das gebaut haben, mit welchen Hilfsmitteln, weil das kann man ja nicht stemmen, ne? Wahnsinn. Naja. Man ist mal hochgegangen und guckt, ob da irgendwas ist. Dann muss ich da nicht hochlatschen. Scheint aber nichts zu sein. Ich sitze hier mal so. Die kommen jetzt auch alle hierher. Also es ist wohl 1,5% erst ausgegraben von den Ausgrabungsmöglichkeiten, die man hat. Aber es bricht halt alles zusammen, deswegen hat man es so gelassen. Und natürlich fährt man keine 30 bis 40 Minuten dahin, da habe ich mich falsch ausgedrückt, sondern Sekunden, I'm sorry, wenn ich das so gesagt habe. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da gequatscht habe. Ja, und jetzt warten wir auf den Bus, dass der uns wieder zurückfährt. Wir sind durch. Heute Abend wollen wir so eine typisch Urfa-Nacht verbringen und mit Essen und Tanzen und so. Mal schauen, ob wir da einen Platz kriegen. Da würden wir jetzt, glaube ich, hinfahren. Zu Hause angekommen im Hotel. Wir haben jetzt wegen dieser Nacht gefragt, weil da, wo wir hin wollten, die haben leider
Die sind ausgebucht, das ist sehr berühmt hier in Ulfa, diese Lokalität. Da wird dann halt getanzt, es wird gegessen, ne? So eine richtige Partynacht, typisch Ulfa. Und jetzt haben wir das an der Rezeption gefragt und fängt um 8 Uhr an. Und ja, mal gucken, ob die noch Platz haben, werden da gleich zurückrufen. Jedenfalls, ich muss als erstes einmal, guck mal, was ist, ey, Wahnsinn, ne, was hier los ist, ihr seid verbummelt schon wieder, I'm sorry. Ich jedenfalls muss jetzt beten, werde es einmal machen und das Internet ist hier richtig problematisch. Ich habe eben nochmal mich beschwert bzw. nachgefragt, ist normal hier, kann sie nicht ändern, kommt von draußen, da können sie nichts für. Ja, naja, jedenfalls schauen wir mal, ich werde mich jetzt ans Beten machen, einmal noch mal einen Blick in den abendlichen Himmel und dann geht's los. So sieht's jetzt hier aus. Die Nacht erwacht in Ulfa. Und die Vögel, ne? Wahnsinn. Nightlife in Ulfa ist immer aktiv. Oh, ihr glaubt ja nicht, die ganze Nacht waren die hier am Rumschreien und so. Am Rumfahren.